Was geht, Leute, und herzlich willkommen endlich zum ersten F1 2016 Video hier auf meinem Kanal. Und bevor das Video richtig losgeht, wollte ich noch kurz etwas sagen. Und zwar seht ihr gleich, so mein erstes Rennen oder auch das erste Mal, dass ich das Spiel sozusagen so gestartet habe und meine Reaktion darauf. Und ich habe das mitten in der Nacht aufgenommen, das heißt, ich musste etwas leiser reden, also wundert euch da nicht, falls das, ja, ein bisschen anders ist als in meinen normalen Videos. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem allerersten F1 2016 Video, Leute. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Es geht gleich los. Ich bin so gehypt. Ich war selten. Oh mein Gott. Ich habe mich selten so auf ein Spiel gefreut. Noch 25 Sekunden. Komm schon. Latsch schneller. Leute, die letzten 10 Sekunden. Dann geht's los. Ich freue mich so sehr, wirklich. Oh mein Gott. 4, 3, 2, 1. Und. What the fuck? Es geht los! Es geht los! Ich habe mich gerade gewundert, weil das so ein Schloss war. Aber Leute, willkommen zu diesem Video. Das soll irgend sowas Komisches hier werden. Ich hatte einfach Bock, meine Live-Reaktion auf das Spiel aufzunehmen. Und was ist das? Oh mein Gott. Ich komme nicht mehr klar. Ich bin wirklich wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Oh mein Gott. Okay, aber diesen Trailer kennt man schon, glaube ich, oder? Ich glaube, den kennt man, den überspringen wir einfach. Leute, es geht gleich los. F1 2016. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade spiele, Alter. I can't believe it. Oh mein Gott. Willkommen bei Formel 1. Hi. Ich, ohne Scheiß. Vielleicht denkt ihr jetzt, ich bin gestört, aber ich zitter gerade richtig, Alter. Ich freue mich so sehr. Oh komm, starte die Scheiße. Oh mein Gott. Hier sind wir, Leute, bei F1 2016 zum ersten Mal. Und was ich in diesem Video eigentlich vorhabe, ist einfach so ein kleines Rennen zu machen und einfach, ja, euch so meinen live ersten Eindruck zu geben. Aber ich will euch auch das Spiel so ein bisschen zeigen, schätze ich mal. Also hier ist die Karriere. Die fängt übrigens morgen an oder am allerspätestens am Sonntag. Also falls ihr euch darauf schon freut, dann schaltet dort ein. Also das wird auf jeden Fall auch bald starten. Aber ich will mich ein bisschen in das Spiel einspielen, bevor ich die Karriere starte, weil sonst wird das grauenvoll. Okay, dann haben wir Zeitfahren, Multiplayer, Schnellstart, das werden wir gleich machen. Eine Meisterschaftssaison sogar, okay. Das ist interessant, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber wird man auch nicht brauchen. Und bei der Karriere gibt es sogar eine Profikarriere. Werden wir aber auch nicht machen. Okay, Leute, los geht's. Ich bin so gespannt. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade spiele. Oh mein Gott, Alter. Was geht, Mann? Ihr denkt jetzt vielleicht, ich bin ein bisschen gestört, aber ist mir eigentlich egal. So, welche Strecke spielen wir? Oh, Baku. Hätte ich schon Bock drauf, aber ich will gerne eine Strecke machen, die man noch gar nicht gesehen hat. Und die ich auch relativ gut kann, schätze ich mal. Wir machen einfach mal, komm, so ganz klassisch. Wo war es denn? Hier. Ganz klassisch zu Beginn, einfach mal Spa. Wir werden mit Lewis Hamilton unser erstes Rennen fahren, einfach weil es im besten Auto ist. Und, oh mein Gott, was ist das hier? Okay. Training machen wir nicht. Wir machen ein 5-Runden-Rennen. Was geht? Fahrhilfen will ich mir gerne anschauen, genau. Benutzer definiert. Also wir machen Bremsassistent aus, ABS an, weil ich zu schlecht bin. Traktionskontrolle auch an, weil ich zu schlecht bin. Ideallinie ist aus. Getriebe natürlich auf, Schaltgetriebe auf manuell. Und den Boxenstopp-Assistent auch aus. Okay, Leute, sehr gut. Dann haben wir das, die Renneinstellungen noch. KI machen wir mal auf Ultimativ, weil ich echt gespannt bin, wie gut die ultimative KI wirklich ist. Rückblenden, ja, ist ja egal, ist nur so ein kurzes Rennpark für mich, ist auch scheißegal. Schaden machen wir mal auf Simulation, das ist auch neu, also das ist noch realistischer als komplett, oder realistischer, das war nie wirklich realistisch, also das soll jetzt angeblich so ein bisschen realistisch sein, da bin ich gespannt. Okay, Strafen für Kurvenschneiden machen wir mal auf regulär und Rennen beginnt, Schaltgetriebe unterstützt. Ah ja, es gibt ja jetzt nämlich diese manuellen Starts, ne? Also das machen wir natürlich auch, ganz klar hier, ne? Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann kann man, oh mein Gott, dann kann man noch die Tageszeit einstellen. Wetter machen wir mal. Abschließen? Was heißt abschließen? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal leicht bewölkt, also so ganz easy, ne? Ohne irgendeinen Regen jetzt. Session-Startzeit. Ich würde gerne Nachmittag machen, oder? Nee, Sonnenuntergang. Sonnenuntergang ist es, weil Sonnenuntergang sieht richtig geil aus. Das habe ich schon bei, verschiedenen Videos gesehen. So, Sessions Startzeit anpassen. What the fuck? Okay, Leute, es geht los. Unser allererstes F1 2016 Rennen. Es ist gerade sehr spät, deswegen bin ich so ein bisschen komisch gerade, aber ich freue mich so sehr. Ohne Scheiß, das ist
unglaublich gerade. Oh mein Gott. Bitte lad schneller, Alter. Ich will unbedingt spielen. Ich bin wirklich so gehypt. Oh mein Gott. Was ist das? Okay, okay. Sieht aber auch ein bisschen cooler aus als bei 2015 noch, ne? Diese kleine Einblendung hier und jetzt. Oh mein Gott. Richtet das Bar einen die Grafik. Aus, damals die Grafik. Formel 1 Weltmeisterschaft. Die historische Strecke oh mein in den ist Gott. Oh mein Gott, Leute. Beliebt. Willkommen also ich, ohne Scheiß, das ist gerade, ne? Ich komme gerade nicht klar. Diese Grafik, Alter. Da sind wir oh also mein Gott. In den oh mein Gott. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das da unten gerade auf Englisch ist, aber ist ja egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich freue mich so sehr. Komm, da, mach die Scheiße weg. Okay, ja gut, Startaufstellung ist ja egal. Wir werden wahrscheinlich eher auf Pole starten wir sogar wirklich. Okay. Leute, gleich geht's los. Unser erstes Rennen. Ja, hier könnte man das Setup noch auswählen, aber ich habe noch keins, weil ich das Spiel gerade zum ersten Mal spiele. Und dann würde ich sagen, starten wir unser allererstes Rennen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau funktioniert. Halte die Kupplung. R1, was ist R1? Das hier? Okay. Okay, okay, okay. Oh, what the fuck? Okay, nein. Leute, da ne, muss man erstmal... Ich war gerade überfordert. Ich bin ja richtig überfordert, okay. Aber das ist geil. Diese manuellen Starts gefallen mir richtig. Ein Versuch, ne? Und ich muss schon mal sagen, was mir direkt auffällt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber diese Grafik ist unglaublich. Es sieht so geil aus, so. Okay, halt die Kupplung. Jetzt, wenn die Lichter ausgehen, dann loslassen. Und dann geht's los, Leute. Das erste Mal F1 2016 in meinem scheiß Leben. Was geht ab? Oh mein Gott. Oh nein, was habe ich gedrückt? Fuck, Mann. Ich wollte nach hinten schauen. Ich wollte nach hinten schauen, sorry Leute, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich komme gerade nicht klar. Ich glaube, das, was ich am meisten in diesem Video sagen werde, ist, oh mein Gott, so zum ersten Mal durch fucking Oru schon. Okay, mein scheiß Lenkrad hat mir gerade fast meine Hand abgerissen, Alter, dieses Force Feedback geht gar nicht klar. Ist viel zu stark eingestellt irgendwie. Oh, nee, sorry. Ich kann dieses scheiß Auto fast nicht gerade halten, weil es so stark ist. Okay, Leute, alles unter Kontrolle, so. Anbremsen. Massa hat uns vorhin überholt. Oh mein Gott. Oh, die erste kleine Kollision, Leute. Mal schauen, ob wir eben wieder rein können. Vorbei an Massa. Nein, können wir nicht. Und ich bin gerade zu geflasht. Ich komme gerade echt gar nicht auf mein Leben klar. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, ich werde euch jetzt einfach so meine ersten Eindrücke hier ja, erzählen. Also was mir direkt mal auffällt, ist, das Handling ist sehr ähnlich wie in 2015. Was ich nice finde. Und die KI ist auf Ultimativ wirklich gar nicht so scheiße, weil... Oh mein Gott, wir haben Rosberg gedreht. Okay. Interessant. Bitte beachtet, ne, wenn ihr das seht. Ihr werdet hier jetzt nicht das beste Gameplay der Welt sehen. Es ist gerade das erste Rennen, was ich jemals in dem Spiel mache. Also... Ja. Wundert euch da nicht, wenn das nicht so gut ist. Was ich sagen wollte, auf der Karte sieht man, dass die KI ziemlich nah zusammen ist. Das heißt, ja... Die scheint wirklich relativ stark zu sein. So, gucken wir uns mal dieses Menü hier an. Was geht damit ab? Okay. Okay. Vielleicht sollte ich mich mal mehr aufs Fahren konzentrieren, weil sonst endet das hier gleich nicht gut. Ja, wie mache ich das wieder weg? Okay. Geht anscheinend nicht weg. Okay, haben wir jetzt für immer da. Oh mein Gott, diese Grafik. Leute, ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet. Das ist jetzt richtig krass, das gerade zu spielen für mich. Ich bin gerade echt richtig... Oh mein Gott, einfach. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, Leute, mal schauen, ob wir Massa hier noch einholen können. Ich meine, er ist nur im Williams, ne? Das wundert mich gerade, dass so ein Williams hier führen kann. Das ist ein bisschen seltsam. Alter. Ich komme echt gar nicht auf mein Leben klar mit dieser Grafik hier. Okay. Okay, hier haben wir die neuen Anzeigen anscheinend für die Reifen. Also man sieht jetzt die Reifenabnutzung so in Prozent. Das finde ich mega nice. Was noch? Ja, man sieht, wo war das? Oh mein Gott, da sieht man die Temperaturen auch von den Bremsen zum Beispiel. Das ist auch, ne, auch von den Reifen. Also das hat man nie so wirklich als Gradzahl gesehen, sondern immer nur so mit so einer Farbe früher. Also das ist mega nice. Und was mir auch direkt aufgefallen ist, ist der Sound. Das hört sich viel, viel geiler einfach an als ja in 2015 noch. So, da kommt Ricciardo jetzt in vorbei. Ja, und da
kann man nicht viel machen, obwohl er sehr langsam ist. Mal schauen, ob wir vielleicht in der Schikane gleich vorbeikommen. Oh, leichte Berührung. Holy shit. Innen vorbei. Wir haben uns leicht verbremst. Aber... ja, da... oh mein Gott. Die KI ist wirklich sehr stark auf Ultimativ, muss ich sagen. Okay. Okay, nice. Hier hätte man so ein kleines Tutorial zu DRS, wenn man... sich nicht mit der Formel 1 auskennt, aber ja. Ich denke mal, was DRS ist, kriege ich noch hin. Also das weiß ich noch. So. Okay, die KI ist... ich bin gerade richtig überfordert mit dieser ultimativen KI, ohne Scheiß. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich dachte so im Mercedes hier, ja, wird eher chillig, aber irgendwie gar nicht so. Wo aktiviere ich DRS? Da, okay. Easy vorbei an Rosberg. Alter. Oh, Rosberg über außen, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, da kommt, wer ist das? Ricciardo auch gleich noch. Okay, das ist interessant. Das ist echt heftig, also sowas habe ich noch nie von einer scheiß, von einem scheiß KI-Fahrer gesehen, Alter. Das ist echt, das ist krass und hinter uns kommt jetzt auch schon Bottas. Also ich glaube, das war eh so eine Sache, die ich überlegt habe. Ich glaube, wir werden unsere Karriere, wenn wir die dann starten, morgen oder halt am Sonntag spätestens, werden wir erstmal auf... oh mein Gott, innen vorbei, ja, viel zu spät gebremst, tut mir leid, geh weg von mir, bitte, danke. Oh, scheiße, falscher Knopf. Ja, was ich sagen wollte, wenn wir die Karriere starten, dann fangen wir, glaube ich, erstmal auf Legende an, weil, ja, mit Ultimate komme ich hier gar nicht klar gerade, also ich fahre sicher nicht so großartig gerade, aber trotzdem, wir sind in einem Mercedes, also, ne. In F1 2015, wenn man auf der schwierigsten... what the fuck? What the fuck? War das? Wer war das? Sainz? Okay, Leute, das war gerade interessant. Ah, okay, ich habe ihn nicht gesehen. Nice. Oh! Oh, okay, da... oh. Das ist nice. Oha! Ja, da haben wir auch direkt mal das Damage-System, Alter. Oder Damage... ach komm, hör auf. Alter. Das sieht nice aus. Ich finde das nice, dass das Rad jetzt so hängen bleibt am Auto sozusagen. Coole Sache. Okay, aber wir benutzen einfach mal eine Rückblende. Ich habe Sainz da einfach nicht gesehen. Wie gesagt, sowas hätte die KI früher nicht gemacht. So. Das hat mich gerade ein bisschen überfordert. Aber irgendwas wollte ich vorhin sagen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall... ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall werden wir die Karriere auf Legende starten. Denke ich, oh mein Gott, die beiden da vor uns. Keine Ahnung, wer das war. Nebeneinander durch Eau Rouge, Alter. Was geht? Oh mein Gott, die KI. Alter, wie die KI gegeneinander battelt da vorne. Das ist krass. Oh mein Gott, sorry, Leute. Meine Aufnahme ist gerade abgekackt. Oh mein Gott, was geht? Ich bin gerade echt richtig überfordert. Also normalerweise fahre ich besser, würde ich mal sagen. Was mir auch irgendwie auffällt, immer wenn man irgendwie aufs Gras fährt oder so, dann kommt so, ja, kommt so Dreck auf den Bildschirm sozusagen. Das finde ich mega nice. Ja, also bis jetzt lobe ich das Spiel einfach nur, weil ich nur einfach gehypt bin. Aber, ne, das, ja, kann ruhig so bleiben, Alter. Also die ultimative KI ist momentan, okay, ich fahre auch nicht gut, haben wir Schaden? Nee, okay. Es hat gerade so komisch untersteuert. Keine Ahnung, was das war. Oh, da kommt Ricciardo innen vorbei jetzt. Oh mein Gott. Okay. Mal schauen, ob wir jetzt innen wieder vorbeikommen in der Schikane. Nein, weil ich viel zu früh gebremst habe. Okay, schade, 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 Leute. Mal gucken, vielleicht können wir noch in die Top 5 kommen. Ich drücke schon wieder den falschen Knopf, weil normalerweise habe ich DRS immer auf Dreieck. Aber hier ist auf Dreieck Wiederholung. Das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Oh, oh, what the fuck? Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Wir sind einfach nur auf den Curb gekommen und dann haben wir uns fast gedreht. Das wäre früher auch niemals passiert. Das ist auch... ja. Das hat Codemasters ja, glaube ich, gesagt oder so. Zumindest habe ich das gehört, dass die Curbs angeblich so ein bisschen... ja, realistischer sind, also dass man da nicht einfach voll draufballern kann. Und das hat man gerade richtig gemerkt. Das war gerade krass, ey. Okay, Leute, da kommt Perez. Oh mein Gott. Massa hat gemacht. Oh, Perez bremst auf einmal plötzlich. Okay. Oh mein Gott. Okay, wir haben unseren Frontflügel verloren. Also das, ja, ist eigentlich eine ganz nice Sache. Und jetzt überholen uns alle. Ja, also ich wollte mich nochmal entschuldigen dafür, wie ich hier gefahren bin in dem Video. Aber
Wie gesagt, ich war gerade überfordert. Ich habe einfach nur auf das Spiel geachtet, weil ich das gerade zum ersten Mal sehe und ja, ich wollte mir einfach alles mal so ein bisschen angucken. So, was passiert jetzt nach dem Rennen? Okay, interessant. Williams hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Okay. Ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt. Ja, okay, komm. Ich sehe schon, dass die Fahrer bereits oh, okay. Was auch interessant ist, ist, dass man das Podium sieht. Ich glaube nicht, weil wir sind nicht auf dem Podium. Ich glaube nicht, dass man in 2015 das Podium sehen konnte, wenn man nicht selber drauf war. Wollte ich immer so erwähnen. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das ist neu, Leute. Sehen wir uns nun die Fahrer. Okay. Felipe Massa übernimmt nach diesem gut ausgezeichneten Ergebnis. Komm, sei bitte leise. Okay, Leute. Das war's. Ich bin komplett überfordert gerade. Also ich hoffe, ja, ich hoffe, das Video war nicht zu verwirrend. Es war so ein bisschen, ne, so ein bisschen hin und her, dieses Video gerade. Also ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin momentan mega geflasht. Ich komme gar nicht mehr klar. Aber ja, Leute, das war's von meinem ersten Eindruck. Sorry nochmal dafür, wie ich gefahren bin. Also normalerweise fahre ich besser, das wisst ihr ja hoffentlich. Aber ja, ich war gerade einfach komplett überfordert und ich habe das Spiel ja zum ersten Mal gespielt. Also ich denke, da darf man so fahren. Gut, Leute, das war's von meinem ersten F1 2016 Rennen. Ich, wie gesagt, ich komme gar nicht mehr klar. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video gefallen hat, und abonniert den Kanal, falls ihr neu seid, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ja, die Karriere, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber nochmal, die Karriere beginnt dann entweder am Samstag, wahrscheinlich, ich werde zumindest versuchen, das bis dahin zu schaffen, oder falls nicht, dann halt eben am Sonntag, allerspätestens, aber ich werde mir auf jeden Fall, ja, also wahrscheinlich am Samstag, keine Ahnung, was ich hier überhaupt laber. Ja, vielen Dank fürs zu Ende schauen, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder, hoffentlich, bei der Karriere. Haut rein, Leute! Und ciao.